Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und ich habe heute ein FAQ für euch. Ja, ihr konntet mir auf den verschiedenen sozialen Plattformen wie Twitter, Snapchat oder auch Instagram Fragen rund um meine Miami-Reise mit EF Sprachreisen stellen. Und ich habe alle Fragen jetzt hier auf meinem Handy und werde sie mit euch zusammen beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. So, die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe, kommt von Jan und von Lars. Also liebe Grüße an euch. Ihr habt gefragt, wie viel Geld ich denn plane mitzunehmen. Und das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich selber absolut gar keine Ahnung. Ich war noch nie in Amerika und kann das Ganze nicht so gut abschätzen. Aber viele Freunde haben mir geraten, sehr viel Geld mitzunehmen. Denn es lauern an jeder Ecke Verführungen. Zum Beispiel möchte ich unbedingt zu Victoria's Secret, zu Bath & Body Works. Dann kann man natürlich super lecker essen gehen und auch so Tagesausflüge und Tauchschulungen und Surfschulungen und all sowas. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Die Sachen sind super cool, aber die kosten natürlich jeweils auch immer was. Und ich denke mal, man ist am besten vorbereitet, wenn man einfach ein bisschen mehr Geld mitnimmt. Und ich habe 3 Tage vorher noch Geburtstag, deswegen ist meine Antwort, ich denke mal, ich werde viel Geld mitnehmen. So, dann habe ich 2 Fragen auf Snapchat bekommen, die sich sehr gut zusammen beantworten lassen. Und zwar eine Frage war, wie lange wir in Miami bleiben. Und die andere Frage war, was wir überhaupt dort machen. Und wir fahren ja zusammen in Kooperation mit EF Sprachreisen nach Miami, 13 Tage. Und wir besuchen dort eine Sprachschule, beziehungsweise die EF Sprachschule eben in Miami und nehmen dort an dem Unterricht teil. Wir müssen jetzt noch einen Test machen, welches Englischlevel wir haben, damit wir noch zu dem Kurs zugeordnet werden. Aber der Plan ist, dass wir den halben Tag sozusagen Englisch lernen und in der Sprachschule sind und den anderen halben Tag halt coole Dinge zum Beispiel erleben oder shoppen gehen, essen gehen, Ausflüge machen, Aktivitäten machen und das Ganze dann eben täglich vloggen. Es gibt ganz viele Hauptkanalvideos. Wir werden jeden Tag snappen. Wir werden auch die Facebook-Seite von EF teilweise übernehmen und Livestreams machen und euch überall mit hinnehmen. Und das ist zum Beispiel auch mein erster Aufenthalt in Amerika und ich bin super froh, dass ich das Ganze quasi mit Nina und EF machen darf und das Ganze dann auch so dokumentieren kann, dass ich, keine Ahnung, in 20 Jahren nochmal darauf zurückgucken kann und dann einfach diese schönen Erinnerungen habe. Und das ist das, was wir hauptsächlich in Miami machen werden. Wenn ich jetzt euer Interesse nach einer Sprachreise geweckt habe, mache ich mal kurz eine kleine Ansage, denn ich habe eine Ambassador-Seite bei EF. Das ist meine persönliche Seite, die habe ich euch auch unten nochmal verlinkt. Da könnt ihr dann drauf gehen und euch kostenloses Infomaterial bestellen. Also es ist komplett umsonst und ihr bekommt dann einfach das Infomaterial eurer Wahl. Und ich weiß, dass viele von euch jetzt Abitur machen, deswegen werfe ich das nämlich jetzt nochmal ein. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr nach dem Abi machen möchtet, ich war in derselben Situation und habe mir selbst Infomaterial bestellt. So eine Sprachreise oder ein Sprachkurs im Ausland ist was, was richtig cool ist. Ich kann es ja auch kaum selbst erwarten, aber ich finde, eine Auslandserfahrung nach dem Abi oder nach der Ausbildung ist einfach das Coolste, was man machen kann. Und es gibt auch schon Kurse, die könnt ihr machen, wenn ihr noch zur Schule geht oder eben nach dem Studium nochmal gehen wollt oder ihr gerade euer Studium beendet oder abgebrochen habt. Also es gibt so viele Möglichkeiten und falls ihr so diesen Drang habt, wirklich mal was zu erleben und ins Ausland zu gehen, dann kann ich euch nur wärmstens empfehlen, euch einfach mal zu informieren und einfach mal so zu gucken, was es so im Angebot gibt. Ich möchte euch gar nicht zu sehr mit Werbung irgendwie zureden, aber ich weiß, dass es mir damals sehr geholfen hat, meinen Weg zu gehen, weil ich dann wusste, dass ich unbedingt mal nach Miami möchte und ich so froh bin, dass sich es jetzt ergeben hat. Deswegen verlinke ich euch unten meine Ambassador-Seite. Ihr könnt gerne da vorbeischauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich sehe natürlich auch, wenn ihr dort vorbeischaut. Und ich blende euch hier auch nochmal meinen Code ein, nämlich Maike. Falls ihr euch dazu entscheidet, eine Reise zu buchen, wozu ich euch nicht zwinge, aber was ich euch eben sehr ans Herz legen kann, dann bekommt ihr vor Ort noch eine Aktivität bzw. einen Ausflug geschenkt in dem Ort eurer Wahl. Und ich denke, das ist ein richtig cooles Goodie, was man einfach noch zu der Reise dazu bekommt. Und ja, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Frage. So, die nächste Frage war, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass wir eben mit EF Sprachreisen nach Miami fliegen und wieso wir uns quasi für EF entschieden haben. Und viele von euch denken wahrscheinlich, dass es so das typische YouTube-Schema gegeben hat, dass wir kontaktiert wurden und das Ganze dann zustande gekommen ist. Das stimmt aber nicht, denn ich bin diejenige, die EF Sprachreisen damals kontaktiert hat. Hintergrund dazu. Ich habe euch ja eben erzählt, dass ich mir während des Abis bzw. nach des Abis ja sehr, sehr viele Gedanken um einen Auslandsaufenthalt gemacht habe
und mir da einfach schon die ganzen Broschüren bestellt habe. Ich war auf diversen Berufsfindungsmessen, weil ich auch nicht wusste, was ich studieren möchte, ob ich eine Ausbildung machen möchte. Ich war da ziemlich lost und hatte gar keine Ahnung bis kurz eben vor meinem Studium jetzt. Und auf diesen ganzen Berufsmessen war halt auch immer ein F-Stand. Ich habe mir damit schon 1000 Broschüren mitgenommen. Ich habe immer noch die Tasche da hinten liegen, wo das alles drin war. Und ich war immer sehr positiv gegenüber EF eingestellt. Ein Freund von mir hat dann nach dem Abi auch einen 2-wöchigen Kurs in Miami gemacht und seine ganze Facebook-Timeline war ungelogen voller cooler Bilder und ich war nur so, mein Gott, das ist so cool, das möchtest du auch machen. Aber zu der Zeit hatte ich eben schon die Zusage für mein Studium und deswegen hat sich das Ganze so wieder so ein bisschen begraben für mich. Auch irgendwann habe ich dann einfach mal meinen ganzen Mut zusammengefasst und habe EF dann angeschrieben, denn ich fand es einfach cool, mein Hobby YouTube mit meiner Vorliebe fürs Reisen einfach zu verbinden und habe dann einfach ganz spontan eine E-Mail hingeschrieben und relativ schnell positives Feedback bekommen und konnte dann eben auch noch Nina mit in die ganze Sache hineinbringen. Und so ist es dann entstanden, dass wir beide zusammen mit EF nach Miami fliegen können. Und falls ihr es noch seht, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Nina und ich sind super dankbar dafür, dass wir eben diese Möglichkeit haben, auch mit so einer tollen Marke zusammenarbeiten zu dürfen. Also wenn ihr das seht, einen dicken Kuss an euch ins Büro. Vielen Dank nochmal dafür. Die nächste Frage, was wir alles planen, in Miami zu machen oder beziehungsweise was unsere Wünsche sind, dort alles zu unternehmen. Und dazu habe ich einen ganzen Blogpost geschrieben auf meinem Blog. Da gibt es nämlich meine Bucketlist für Miami. Die verlinke ich euch einfach hier unten nochmal. Da ist das Ganze ein bisschen ausführlicher. Ich sage euch jetzt einfach mal so die Punkte, die ich im Kopf habe. Natürlich möchten wir in erster Linie am Sprachkurs teilnehmen, weil wir einfach unser Englisch nochmal ein bisschen aufbessern möchten. Also ich zumindest, Nina ist ja sehr gut in Englisch, aber ich möchte quasi mein Englisch nochmal ein bisschen aufbessern und mich vielleicht auch um Level steigern. Und ansonsten natürlich so ein paar klassische Touri-Sachen, vielleicht die Everglades besichtigen, Key West besuchen, vielleicht einen Tagesausflug auf die Bahamas, je nachdem wie kostspielig das Ganze ist, vielleicht auch tauchen oder surfen lernen, natürlich die ganzen verschiedenen Teile von Miami erkundigen, typisches Essen dort essen und einfach ja, so ein bisschen Sonne tanken und so viel mitnehmen, wie wir natürlich können. Vloggen, filmen, snappen, posten, natürlich das volle Programm. Und ich denke mal, das ist so das, was wir und so vornehmen. So, das war jetzt mein FAQ rund um unsere EF-Sprachreise. Ich hoffe, dass eure Frage dabei war, wenn ihr eine gestellt habt und dass ich die gut genug beantworten konnte. Falls ihr also noch mehr Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich auch gerne einen zweiten Teil drehen. Und falls ihr schon mal in Miami wart und irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Plätze oder Stellen kennt, die man unbedingt gesehen haben muss, könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch nie dort wart, ist das auch nicht schlimm. Ihr könnt mir einfach mal unten in die Kommentare schreiben, welche Videos ihr euch von mir in Miami wünscht, also beispielsweise irgendwelche Outfits, Make-ups oder ein Travel Diary. Also Nina und ich planen schon die ganze Zeit Videos, die wir dort drehen können. Also falls euch da irgendwas einfällt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!